Ein umstrittenes Bergbauprojekt in Serbien ist vorerst auf Eis gelegt. Der Bergbaugigant Rio Tinto, der in dem Land ein 2,4 Milliarden Dollar Projekt plant, kündigte an, den Zeitplan für den Produktionsstart seiner neuen Lithiummine um mindestens ein Jahr zu verschieben. Die serbische Regierung versprach, keine weiteren Entscheidungen zu treffen, ohne zuvor die örtlichen Gemeinden zu konsultieren. In diesem Moment ist dieses Projekt für mich abgeschlossen. Ich werde mit jedem reden, mit dem darüber gesprochen werden muss. Ich habe damit kein Problem. Ich habe ein paar Mal mit Rio Tinto gesprochen, alles war immer transparent. Die Verschiebung ist ein Sieg für die Umweltschützer, die gegen die Pläne für den Lithiumabbau kämpfen. Sie haben immer wieder darauf hingewiesen, dass der Abbau enorme Schäden für die Natur verursacht. Völlig vom Tisch ist das Projekt damit aber nicht. Rio Tinto muss nur sicherstellen, dass nach höchsten Umweltschutzstandards produziert wird.